jetzt in der Mitte. Ja, ich mache das in der Mitte. Ja, alle 30 cm einen Strich. Genau, weil wenn ich das jetzt zum Beispiel außen machen würde, außen ist der Weg ja länger, innen ist der Weg wieder kürzer. Ja, also mache ich das in der Mitte und muss dann gucken, dass ich das halt eben irgendwie... So 100% genau muss es ja auch nicht sein, weil die Bretter da auch nur in eine vorgesehene Position gebohrt werden und fixiert werden hinterher. Deswegen ist das jetzt nicht so schlimm, wenn da 5 mm oder was Abweichung entsteht. Zum Beispiel. Weil es kommt ja nur auf diese Position drauf. Anders geht das ja nicht. Und das ist halt der Vorteil. Also schöner wäre es natürlich, wenn man. Kann ich mal halten? Lesen. Also immer schön mittig anlegen und da 30 cm mittig einen Strich machen. Das ist total easy. Ich habe mir da voll schwer vorgestellt. Wie gesagt, wenn man weiß, wie es geht, was sich einmal überlegt hat, wie es funktionieren kann, ist das eigentlich alles nicht schwer. Wie eine Lego-Klasse. Man muss nur halt eben vorher... Kommt am Strich. Ja, man muss vorher einen konkreten Plan haben, wie es am besten funktioniert. Ja. Und dann ist das wunderbar. Eigentlich alles tippitopp. Eine doch recht einfache Sache. Und natürlich machen wir euch auch in der nächsten Zeit dann eine Kurzfassung von allem, was wir jetzt mit der Windel gemacht haben. Wie ihr jetzt die Windel fixiert, das müsst ihr selber entscheiden. Wir zeigen euch jetzt nicht, wie wir die Windel auf dem Modul bauen. Weil viele bauen ja auch keine modulare Anlage. Wie es halt befestigt, zeigen wir euch ein paar Fotos, haben wir auch schon mal was zu gesagt. Aber wir zeigen euch halt nur, wie ihr die Wendel selber baut, nicht wo ihr die Wendel drauf baut. Weil das kann man, denke ich mal, auf alle Bauarten übertragen. Hat sich da jetzt ein großes Im Prinzip ja, Björn. Die Sache ist halt eben nur die, wenn ich jetzt zum Beispiel einen sogenannten entspannten Unterbau wähle, ja? Ja. Und baue das in einer sogenannten offenen Rahmenbauweise, ja, die Anlage, dann habe ich natürlich ein Problem. Das zu fixieren, da musst du ein Brett runternehmen. Ja. Da musst du, genau, musst du auf jeden Fall irgendwelche Anschlagpunkte musst du dir. Ja, und das haben wir ja meistens immer, habe ich ja gesehen. Bei Sibi zum Beispiel, da baut ja auch irgendwie sowas. Ja, so, und wenn man dann sowas hat, dann muss man sich halt eben Strähnen rüber bauen. Ja. So, und dann muss man dann überlegen, wenn ich dann aber Hölzer habe, die beispielsweise so dick sind wie hier unsere Rauspund-Dinger hier, bei der Dicke, dann muss ich dann ja wieder die Gewindestangen länger machen. Oder aber ich gehe hin und nehme, so wie wir es bei unseren Beinen und mit den verstellbaren Füßen gemacht haben, dann dementsprechend diese Einschlagmuttern. Ja, das hole ich schon mal kurz. Mit 6 mm Größe. Ne? Passend zu den Gewindestangen halt. So. Dann hätten wir das. Oder die aus dem Möbelbau, wie du da letztes Mal genommen hast. So, wir meinen die hier, da müsst ihr dann halt entsprechend vorbohren, dann wird das eingeschlagen im Holz und durch diese Widerhaken hier ran verrutscht das eigentlich auch nicht. Ne? Aber klar, wenn man das tausendmal rein und raus nimmt, das Bauelement, Einschlagmutterhülse, wie immer das Ding hier heißt, dann ist ja klar, dass das nicht mehr in das ausgelutschte Loch dann greifen kann. Aber das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee. Weil das ist eigentlich total leicht. Weil die Gewindestange später, die macht man dann ein bisschen länger, dann schauen die unten durch und dann werden die dann da reingeschraubt. Kriegt ihr im M6, M8, alles Mögliche. Ist halt je nachdem, wie man das baut. Man kann auch so wie wir modular auf zwei Ebenen.
Wenn es dazu irgendwelche Fragen gibt, klar, man kann fragen. Aber ihr seht auch bei den... Wir werden die Fragen natürlich auch beantworten. Ja. Machen wir gerne. Ja. Wie man die Einschlaghülle dann einbaut, das seht ihr zum Beispiel in dem Video zu den Modulen in zwei Ebenen, wo wir die Beine bauen. Das heißt, ich glaube, wir bauen Beine. Da bauen wir dann 20, 30 Beine und dann seht ihr genau, wie man das massenhaft verarbeiten kann, das Zeugs. Jetzt müssen wir nochmal gucken. Was habe ich denn hier? Ich habe 4 cm. So, wenn ich jetzt ziehe und sage, ich gehe hier auf. Für keine Selbstgespräche. Erklär uns, was du tust. 1 cm. Ich gehe auf 1 cm vom Rand. Ja. Um da meine Bohrungen für die Gewindestange zu machen. Für die Gewindestange. Also 1 cm von Rand nach innen jeweils. Genau. Okay. Ein Zuschauer ist der Lass. Das muss man dann halt eben vorsichtig bohren. Ja, damit es nicht ausreißt. Damit es nicht ausreißt, genau. Ja. Hm. Da kriegt man schon hin. Warte, Zeit. Ja, besser wieder so viel Geld zu bezahlen, aber man hat das dann auch. Also der Sibi hat heute geschrieben, Wendelbau ist wie Fahrradfahren, du machst eine und danach weißt du, wie es geht. Hat er aber auch recht, ja, ne? Er hat recht, ja. Das ist wie bei den Modulen. Die ersten zwei Module haben lange gedauert, ja, und dann haben wir den Rest innerhalb von ein paar Tagen zusammengezimmert. Ja. Und das sind ja nicht wenig Module. Gut, ich meine, wir hatten ja heute einen Besuch von Carrera Nobby. Ja, der war auch da. So, und er hat ja im Prinzip auch gesagt, also, ne? Ich sag ja, also wir haben jetzt das, was wir so in der Zeit gebaut haben, das ist schon, das kann sich schon durchaus sehen lassen, weil wir haben ja nicht nur unsere Module und die Anlage gebaut, sondern auch unseren Keller umgebaut da und Elektrik verändert und ausgemistet. Tutorials gemacht. Und Material besorgt und. Ja, und ein Live-Video, wie du unsere Intro-Musik machst. Das haben wir auch noch in der Zwischenzeit. Ja, das da haben wir ja 50er Spezial ausgemacht. Das 50er Spezial, genau. So. Gut, jetzt kommen wir hoch. Welche Gewindestangen nimmst du denn da? Also, ich habe mich für 6 mm entschieden. 6 mm Gewindestangen, das heißt, ich bohre dann dementsprechend natürlich auch 6. 6 mm. Ja. Gut, ich mache mal für die Jungs ein Foto, bevor du jetzt bohrst. Sollte reichen. Damit wir dann einmal von unserer Perspektive aus einmal schön zeigen können, was wir da treiben. Besser gelungen als die Außenwände. Ja, das eine war aber das ist Prototyp ist Prototyp. Ne? Genau. Beim Prototyp übt man und dann anschließend weiß man, wie es funktioniert. Genau, und lieber versauen wir uns was, wie sich 100 andere Leute sich da Material versauen. Weil wir verschweigen das. Und ich denke mal, da. Ich merke das schon in der Rezeption, da herrscht reges Interesse, wie es mit unserer Wende noch weitergeht. Aber so, haben wir jetzt einmal alles gezeigt, bis auf der obere Übergang. Aber ich denke mal, das werde ich jetzt nicht in die Kurzfassung mit reintun, weil das ist ja anlagenspezifisch, wie der obere Übergang ist. Wir haben jetzt halt nur einen unteren Macht. Der untere Übergang, das ist natürlich in unserem Fall jetzt ganz toll gelöst worden. Ja. Bin ich der Meinung, ich will mich jetzt nicht selber loben, aber ich sag mal, dadurch, dass wir hier 4 mm Pappelsperrholz gewählt haben für die Wendel und haben halt eben auch den Korken 4 mm, ist das natürlich das ist Bombe, das ist eine nette Sache, ne? Ja,
Das ist richtig. Das ist ein sauberer Übergang, du brauchst nichts zu schleifen, du brauchst nichts weiter zu machen, du lässt einfach nur das Brett auf den Kork drauflaufen. Ja. Und dann ist das so. Und man passt es vorher an, bevor man es dann aufklebt. Ja, das sollte man auf jeden Fall tun. Ne? Ja, man passt das vorher an. Man sollte sich da vielleicht dann doch vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen, genau, und dann halt eben dementsprechend vielleicht auch eine Pappschablone machen, ja, die man dann auf das Kork übertragen kann. Das ist auf jeden Fall eine sauberere Sache. Immer schon an Zeit. Ja? Dann ist es sauer eigentlich. Ja, ist es auch. Doch, gefällt mir. Also, die ist besser geworden. Ja, aber den Löcher besser angepasst sind, ne? Ich muss aufpassen, dass das Ding so stabil liegt, dass man hier nicht abrutscht. Also stabil auflegen. Ja, okay. Auf jeden Fall. So ist besser. Stabil auflegen, also das heißt stabil, aber so, dass man halt eben die Säge da sauber gerade durchführen kann. Ne? Mhm. Toll einfach. Wenn ich das jetzt, ne, ich meine, klar fehlt da ein klein wenig Material. Ist ja klar. Das bedingt durch die Sägeblattdicke, aber durch die Schräge das kann ich super gerade wieder aneinander legen. So, ja, da verabschieden wir uns mal. Wendebretter fertig. Ja Leute, das war's erstmal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns einen Daumen nach oben da. Ja, Daumen finde ich immer toll. Ja, und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt uns mal was. Schreibt uns mal was Liebes. Bis dann. Es gibt auch natürlich unten eingeblendet unsere E-Mail-Adresse. Auch da könnt ihr hinschreiben, wenn ihr dann Fragen habt oder mal auf einen Kaffee vorbeikommen wollt. Oder Instagram haben wir auch. Facebook. Ich darf uns mal was Schönes von uns gepostet. Ja, das kannst du ja dann beim nächsten Mal verraten. Ja. Also, bis dahin. Tschüss.